Herzlich willkommen zum Feiertag in der Bayer Arena. Bayer 04 gegen Lokomotive Moskau, das Champions League-Spiel der Profis am Abend. Zuvor die Begegnung der U19 in der Youth League gegen die Junioren von Lokomotive Moskau. Herzlich willkommen an alle Werksel-Fans. Zur Partie im Ulrich-Haberland-Stadion sehen wir schon, hier wird der Platz noch ein wenig gewässert. Vorbereitet sind die Spieler und dann kann es gleich losgehen mit der Partie Bayer 04 gegen Lokomotive Moskau. Spiel 1. Analog zum Spielplan der Profis. Wir beginnen dann gleich mal mit der Aufstellung von Bayer 04 mit einem 4-2-3-1-System. Schicken Markus von Aalen und Patrick Weiser das Bayer 04 Juniorenteam in die Partie gegen das Team aus der russischen Hauptstadt. Marcel Lotka wird im Tor stehen. Die Viererkette dann mit Kevin Bukusu, Marc Lamti, Phil Gedicke und Fabian Rüth, dann Ayman Asil und Verstärkung aus der Profimannschaft, der ehemalige U19-Spieler Adrian Stanilevic. Asil und Stanilevic bilden das defensive Mittelfeld. Hans Annapak, Christopher Scott, Marco Wolf, so die Formation im Mittelfeld. Und ganz vorne dann Abdul Fesenmeier auf der Bank bei Bayer 04, dann Marcel Jonen, Christian Schwieren, Seymour Fünger, Cem Türkmen, Kingsley Sapai, Phil Kemper und Emre Han Gedikli. Also, es kann losgehen in der Youth League. Gleich kommen die Mannschaften. Es ist der fünfte Anlauf von Bayer 04. Vielleicht doch noch in der UEFA Youth League einmal die K.O.-Runde zu erreichen. Viermal hat man es bisher probiert. Die Bilanz nicht ganz so gut, wenn man sich die nackten Zahlen anschaut. 13 Niederlagen gab es in 24 Spielen, 8 Siege. Also ist doch heute mal richtig Zeit, diese Bilanz aufzubessern bei perfekten äußeren Bedingungen. 16, 17 Grad, Sonnenschein und der Rasen wird auch jetzt nochmal so präpariert, dass gleich die U19-Mannschaften perfekt drauf spielen können. Die Russen erwarten wir im 4-3-3-System und jetzt kommen die Mannschaften auf den grünen Rasen des Ulrich-Haberland-Stadions, angeführt vom Schiedsrichtergespann Ivar Orri Kristjansson aus Island. Mit seinen Kollegen leiten heute die Partie. Also Bayer 04 hat es viermal versucht, es hat nicht funktioniert, eine Runde weiterzukommen. Aber auch jetzt ist die Gruppe schwer für die Werkself Juventus Turin und Atletico Madrid. Warten die beiden Kapitäne. Wir sind Marcel Lotka, der Keeper von Bayer 04, und Vitali Bodnar, das ist der gegnerische Torwart. Der Kapitän ist Ilya Petukov, Mittelfeldspieler, die gleich dann die Seitenwahl absolvieren werden. Wird ein interessanter Vergleich, Bayer 04 mit einem 0:0 in der Generalprobe gegen Preußen Münster. Da war man nicht ganz zufrieden, aber man bleibt ungeschlagen mit 11 Punkten nach einem furiosen Start. Zuletzt zweimal 0:0 gespielt gegen Schalke und Münster. Jetzt eben will man heute dann wieder für Tore sorgen, obwohl man Verletzungssorgen hat. Bei der U19 von Bayer 04, Samet Onur, ja langfristig nicht dabei wegen eines Kreuzbandrisses. Yannick Schlösser, Muskelfaserriss, auch längerfristig raus. Und Atsunike Ekene mit Rückenproblemen, also drei wichtige Spieler nicht mit von der Partie. Dann kann es gleich losgehen, der Aufgalopp an diesem großen Champions League-Tag. 918 Tage war Bayer 04 nicht in der Champions League vertreten, aber das Spiel am heutigen Abend zuvor, eben diese Begegnung, die Bayer 04 von rechts nach links gleich eröffnen wird. Mit einem neuen Trainergespann oder besser neu formiert, Markus von Aalen und Patrick Weiser haben im Sommer übernommen. Es wurde ein bisschen gemischt. Jan Höppner und Thomas Stebel, der Ex-Profi, nun für die U17 zuständig. Und eben die Ex-Profis Markus von Aalen und Patrick Weiser. Noch das Mannschaftsfoto, das gemeinsame für die Fotografen. Und dann kann es gleich losgehen hier im Ulrich-Haberland-Stadion.
Wie gesagt, Markus van Aalen, Profi bei Bayern 04 von 89 bis 93, seit 2016 im Nachwuchsbereich tätig und Patrick Weiser auch seit 2016 Coach der U17 gewesen und nun im Sommer eben mit Markus van Aalen zusammen verantwortlich für die U19, die natürlich heute am allerliebsten schon mal direkt mit einem Sieg starten will. Das hat in den vergangenen Jahren mal richtig gut geklappt. In der Saison 2016-2017 gab es da mal direkt gegen ZSKA Moskau ein 2:1. So soll es dann heute gerne auch sein. So, parat gemacht haben sie sich. Und jetzt kann es gleich losgehen hier mit der Nummer 10, Marco Wolf, einer der Offensivkräfte. Möglich auch, dass er ein bisschen mit einrückt als zweite Spitze. Grundformation ist zumeist ein 4-4-2. Aber heute jetzt erst einmal hier als 4-2-3-1 ausgegeben. Los geht's, Bayer 04 gegen Lokomotive Moskau. Die beiden U19-Teams in der Youth League am ersten Spieltag gegeneinander. Ja, und Lok Moskau bringt durchaus die Erfahrung mit, die der Bayern 04-Mannschaft fehlen könnte, schon im letzten Jahr dabei gewesen und geht direkt los Richtung Bayern 04-Tor. Das ist Gedicke im Zweikampf, den er gewinnt. Marco Wolf und dann erstmal Marc Lamptey zur Klärung. Ja, Lokomotive Moskau, 3 Siege, 1 Remis und 2 Niederlagen im Wettbewerb 2018-2019. Unter anderem auch mit einem 4:1 beim FC Schalke 04. Da weiß man dann, was auf die Mannschaft zukommt. Auf das Team von Markus van Aalen und Patrick Weiser. Eben gesehen die 86, Timofey Barabuschkin. Und kurz am Ball gewesen, die Nummer 8 bei Bayern 04, Ayman Azil. Also der ist Kapitän, die beiden Kapitäne, jetzt machen wir es nochmal richtig, Ayman Azil und Ilya Petukov. Die Torhüter sind da nicht beteiligt. Fabian Rüth auf Marcel Lotka. Oh, Achtung und direkt die erste Großchance für die 68, Nikita Josifov vom FC Kasanka Moskau. Das ist nicht etwa ein anderer Verein, sondern die U23 des Clubs hat eine eigene Identität, spielt auch mit einem eigenen Logo. Also das ist ein bisschen kompliziert, ganz anderes Jugendsystem. Können wir nachher auch vielleicht nochmal mit Helmut Jungheim, dem Nachwuchschef von Bayern 04, darüber sprechen. Wird nachher bei uns zu Gast sein in der zweiten Halbzeit. Und da sind einige Spieler heute vom FC Kasanka heute mit dabei in Leverkusen. Marc Lamptey, Afrika-Cup-Teilnehmer mit Tunesien, Kevin Bukusu. Und wir sehen, Moskau stört extrem früh. Und Bukusu wird schwer unter Druck gesetzt. Ayman Azil. Gestern noch mit der Profimannschaft in der Bay Arena trainiert. Der Mann mit der Nummer 8 war in der Vorbereitung auch fast komplett bei den Profis dabei. Sehr viele Profitrainings jetzt auch im September absolviert. Also auf den, wie auch auf viele andere hält, Peter Bosch, viele Stücke. Schöner Ball von Azil. Und ist das ein Strafstoß? Jawohl! Direkt der Strafstoß. Sehr gute Idee von Ayman Azil und Marco Wolf. Einen Tick vor Vitali Bodnar am Ball. Es gibt Elfmeter. Das nennt man dann einen Paukenschlag zum Auftakt. Optimal kann Bayern 04 nun starten. Da haben wir die Nummer 10, Marco Wolf. Guter Laufweg, überraschend für Lok Moskau. Und jetzt die Nummer 4 von Bayern 04, Fabian Rüth gegen Vitali Bodnar. Rüth gegen Bodnar.
souverän verwandelt. 1:0 für die U19 von Bayer 04. Und das ist ja ein Traumauftakt für das Team von Markus von Aalen und Patrick Weiser. Entsprechend euphorisch bejubelt. Boah, viel besser kann man nicht schießen. Präzise in den Winkel. Und das kann der Mannschaft richtig viel Selbstvertrauen geben. Fabian Rüth, Eigengewächs von Bayer 04, 18 Jahre jung. Ja, und jetzt müssen die Russen, die ja so viel Ballbesitz jetzt in den ersten Minuten hatten, improvisieren. Das stand jetzt wahrscheinlich nicht so im Matchplan. Und auch jetzt nochmal der Torhüter, auch beeindruckt, Danilevic mit dem Ballverlust. Leon Gedeke, der Rechtsverteidiger von Bayer 04 mit viel Arbeit. Danilevic, Petrov jetzt mit der Flanke. Achtung, wieder die 86. Timofey Baraboschkin. Aber wir sehen direkt Ayman Asil mit gutem Ball gewinnen. Jetzt erstmal Ruhe reinbringt. Danilevic, Marco Wolf. Fesenmeier war gestartet. Und es ist jetzt nominell ein 4-4-2 gerade bei Bayer 04 mit eben Christopher Scott als eine Art zweite Spitze. Wolf, Stanilevic, Asil und Hans Annapak bilden jetzt das Vierer-Mittelfeld und dann die Viererkette eben Gedeke, Lamti Bukuso und der Torschütze zum 1:0 Fabian Rüth. Christopher Scott, Wolf, Stanilevic, Gedeke, die beiden letztgenannten, vor allem auch Leon Gedeke, auch im Profi-Training dabei gewesen in der Vorbereitung. Peter Bosch, der Cheftrainer der Profis, hat sehr viele aus dem Nachwuchs die Vorbereitungstrainingszeit mit aufgenommen. Und sie haben alle einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Auf der Bank ja auch Cem Türkmen beispielsweise. Und auch Emrehan Gedikli aus der U17, der Goalgetter, der letztes Jahr schon bester Torschütze in der U17-Mannschaft von Bayer 04 war. Hat jetzt auch schon wieder einen ganz guten Lauf. 7 Tore gemacht. Und auch er bekommt heute vielleicht noch ein paar Minuten. Arthur Czerny zurück auf den Keeper, Vitali Bodnar. Kopfball der Nummer 93, Timur Sulaimanov. Ja, das russische Team mit extrem hohen Rückennummern. Bisschen bekannt aus dem Eishockey. Ah, schöne Bewegung, Ayman Asil links startet. Die 19, Hans Annapak nicht gesehen. Fabian Rüth, Annapak und wieder Asil, der sehr präsent ist in der Anfangsphase. Der Deutsch-Marokkaner Torschütze zum 3:0 im Test gegen Eupen, der ja dann leider 3:4 ausging im Juli. In den ersten Minuten dreht sich vieles um ihn. Aber jetzt Lokomotive Moskau. Ah, erster guter Abschluss. Und da war noch Marcel Lotka mit den Fingerspitzen dran. Schauen wir nochmal hier. Ah, schwer zu sehen aus dieser Perspektive. Gegen die Nummer 93, Timur Sulaimanov bei Lokomotive Moskau. Der Mittelstürmer, 2 Tore erzielt bereits für Lokomotive in den ersten 6 Partien. Und der Eckstoß durch Maxim Petrov. Im 4-3-3-System der rechte Mittelfeldspieler.
Maxim Mukin war das, die Nummer 76. Auch vom FC Kasanka aus der U23. Ja, man hat schon, auch bei den Bayern 04 Trainern, schon von einer kleinen Wundertüte gesprochen. Nicht so einfach zu scouten. Lokomotive hat ja letztes Jahr Youth League gespielt. Also so richtig bekannt sind sie da nicht. Gut organisiert, sehr erfahren, so war der Tenor von Markus von Aalen und Patrick Weiser gestern vielleicht. Auch ein Team, das natürlich offensiv spielen wird. Vielleicht auch im Gegensatz zur Profimannschaft, die ja auch Cheftrainer Peter Bosch nachher als Mauer erwartet. Zur Zielsetzung haben die Trainer natürlich dann logischerweise gesagt, dass man jedes Spiel gewinnen will, auch mal die Gruppenphase überstehen möchte. Die Youth League hat eine große Bedeutung für Bayern 04, für den Club, auch für die Entwicklung der Spieler, eben international Luft zu schnuppern, sich mit diesen Teams, mit diesen Jugendakademien zu messen. Abseitsposition, Lok Moskau. Auch diesen Rhythmus kennenzulernen, alle drei Tage mit Reisen und dann trotzdem fokussiert zu bleiben. Das ist bei Bayern 04 ja jetzt auch im fünften Anlauf immer wieder dann die Herausforderung. Allerdings, das sind dann auch Erlebnisse, die nimmt ihnen dann keiner mehr. Zum Beispiel am 1. Oktober bei Juventus Turin zu spielen oder bei Atletico Madrid. Lamptey, Gericke, Fesenmeier arbeitet vorne viel. Der Mittelstürmer, bisschen zu viel jetzt gerade. 17 Jahre jung, 2016 zu Bayern 04 gekommen von Fortuna Köln. Da haben wir ihn im Bildausschnitt kurz noch gesehen. Auf ihn heute kommt eine wichtige Rolle zu. Eben vorne die Bälle festzumachen, gemeinsam eben mit Christopher Scott zu verteilen, immer wieder auch anzulaufen gegen die Russen, so wie jetzt gerade. Und dann auch die Russen zu langen Bällen zu zwingen. Also drei Spieler, das hatte ich eben genannt, fehlen bei Bayern 04 Onur, Schlösser und Ekene. Und es gibt auch zwei Neuzugänge, die nicht dabei sind. Marvin Alexa, der Innenverteidiger vom SV Sandhausen, ist noch nicht dabei. Hatte einen schweren Muskelfaserriss und auf dem Weg zurück ist er schon, aber immer noch kein Thema für das Team von Markus von Aalen und Patrick Weiser, sowie der Neuzugang vom FC Schalke 04. Ayub Azrihi hatte nur 63 Spielminuten bei den Schalkern im letzten Jahr, hat sich dann für Bayern 04 entschieden nach Stationen Fortuna Düsseldorf, Köln. Und jetzt eben nach der Zeit auf Schalke in Leverkusen. Aber muss die Spielweise noch adaptieren, so haben es die Trainer gestern genannt. Noch nicht dabei. Aber die hat man dann noch in der Hinterhand. Guter Start für die U19 in die Saison mit richtig vielen Toren. 4:1 bei Viktoria Köln, 5:0 gegen Duisburg, 4:1 gegen Oberhausen. Dann hat die Torquelle ein bisschen gestockt zuletzt. Zweimal 0:0 Schalke und eben Preußen Münster. Ein klitzekleiner Rückschlag gegen den Tabellenletzten, war da sicherlich ein Sieg eingeplant. Aber insgesamt noch ungeschlagen, Platz 2 lässt sich sehen. Und auch der Start jetzt ist richtig gut im Youth League-Wettbewerb. Stanilevic und Leon Gedeke. Josifov kam jetzt nicht durch. Asil mit sehr vielen Ballkontakten im Zusammenspiel mit Stanilevic. Ja, gut, den Ball gesichert von Fabian Rüth. Ja, die Russen formieren sich im 4-5-1 vor dem eigenen Strafraum.
und versuchen dann eben entsprechend schnell auszuschwärmen. Petukov, der Kapitän. Ivankov. Und Siljanov, der Linksverteidiger, im Zusammenspiel mit Josifov. Ballverlust, Marco Wolf. Oh, gut aufgepasst von ihm. Christopher Scott, wieder Wolf. In der Mitte vielleicht Fesenmeier. Scott probiert's. Und das zweite Tor! 15. Minute. Was für ein Blitzstart für die U19 von Bayer 04. Knallhart abgezogen, Christopher Scott. Der weiß, wo das Tor steht. Letztes Jahr 11 Tore gemacht für die U17. 46 Mal getroffen, 23 Tore für das U17-Team von Bayer 04. Und jetzt weiß man auch, warum. Also, sehr gute Anfangsphase auch von ihm her. Hier Christopher Scott. Kann offensiv im Mittelfeld agieren als zweite Sturmspitze. Ist einer der ganz großen Hoffnungen bei Bayer 04. Ich glaube, da sage ich nicht zu viel. Und jetzt hat man auch gesehen, warum. Also Lok Moskau wurde jetzt mal eben kurz durch den Wolf gedreht in der Anfangsphase. Bin ich jetzt auch mal gespannt, wie ein vielleicht sogar aus ihrer Sicht favorisiertes Team sowas wegsteckt in der ersten Viertelstunde. Mal kurz die Anfangsphase zu verschlafen. Ja, lässt sich natürlich jetzt auch ganz gut weiter agieren. Weiter Druck machen. Und man kann sich dann aber auch, eben wenn der Gegner öffnen sollte, zurückziehen. Vielleicht noch den Konter setzen. Bin mal gespannt, wie die Junioren von Bayer 04 das jetzt hier umsetzen. Fabian Rüth und Fesenmeier. Kommt da zu Fall, ist da glaube ich auch leicht umgeknickt. Spiel läuft weiter. Und Bukuso wurde noch aufgefordert, den Ball durchzulassen für den Keeper. Hätte er mal besser gemacht. Ah, Fesenmeier steht wieder. Ja, so richtig viele Verletzte kann das Team von Markus von Aalen und Patrick Weiser eben auch nicht gebrauchen. Da ist in der Offensive sicherlich auch ein Tor gerannt. Langfristig raus, damit Onur. Hat dann auch schon 21 Mal in 40 Spielen getroffen für die U17. Viele neue Jahrgänge jetzt dabei bei Bayer 04. Erfahrener sind dagegen die Russen. Hat ihn aber bisher nichts genutzt. Und so gibt es dann den Spielstand oben links. 2-0 für Bayer 04. Richtig guter Start für die Werkself in der UEFA Youth League. Sehr aufmerksam. Einmal Asil. Gutes Stellungsspiel. Und auch aufmunternden Zuspruch von den beiden Trainern, Patrick Weiser und Markus von Aalen. Gerade eben für Einmal Asil, der sehr präsent ist, viele Ballkontakte hat und das Spiel ankurbelt von Bayer 04. Lokomotive Moskau im Übrigen amtierender russischer Pokalsieger. Schauen wir erstmal auf diesen Angriff. Und erste oder die zweite Bewährungsprobe für Marcel Lotka. Eben musste er noch einmal zur Ecke lenken. Bisher souverän. Der 1,90 große Keeper von Bayer 04.
aus dem Ruhrgebiet seit 2017 bei Bayern 04 Leverkusen. Also Lokomotive Moskau, amtierender russischer Pokalsieger und Vizemeister. Natürlich spielt nachher auch das Thema Benedikt Höwedes bei der Profimannschaft eine Rolle. Im Moment die Profis nach dem 1:0-Sieg in Sotschi Platz 4. 3 Punkte hinter Spitzenreiter Krasnodar. Aber immer mit einer guten Mentalität und Moral ausgezeichnet. Deswegen sollte Bayern 04 gut dran tun, dieses Spiel nicht zu sehr jetzt schon als gewonnen betrachtet zu sehen. Rüd auf die Nummer 19. Hans Anapak. Ja, und bei Sichtungsturnieren wird dann auch sehr intensiv gearbeitet in Moskau. Es gibt eine hervorragende Nachwuchsarbeit. Die Kooperation mit der russischen Bahn macht es dann auch möglich, was die finanziellen Dinge angeht. Und die Scouts von Lokomotive Moskau holen dann eben bei Sichtungsturnieren auch regelmäßig die besten Talente aus dem Land in die russische Hauptstadt. Und die in der Youth League Russland, das nennt sich U20 Premier Liga, liegt Lokomotive auf Platz 4 mit 17 Punkten, aber auch 5 Siege schon geholt aus 9 Spielen. 2 Punkte hinter der U19 von Dynamo Moskau, hinter Zenit und ZSK. Jetzt kommt Ayman Asil, nächste Möglichkeit. Also das hat sich Lokomotive Moskau richtig anders vorgestellt. Da werden sie richtig vorgeführt in der Anfangsphase. Ja, und es gibt ja die Regel in der Youth League, bis zu 5 Spieler, die ein Jahr älter sind, dürfen mitwirken. Das heißt, theoretisch bei Bayern 04 wäre Paulinho ein Thema. Spielt natürlich bei der Profimannschaft, beziehungsweise ist im Kader. Aber das ist eben genau der Fall. Adrian Stanilevic. Von dieser Regelung konnte dann Bayern 04 Gebrauch machen. Eigentlich bei den Profis, heute im zentralen Mittelfeld neben Ayman Asil, der gebürtige Solinger. Wieder Ayman Asil, auffälligster Spieler bei Bayern 04. Ja, da haben wir ihn, Adrian Stanilevic. Lamti wieder Stanilevic. Asil mit 10 Mann hinten drin. Lokomotive Moskau. Anapak, Fabian Rüth und wieder Asil. Marc Lamti, Afrika-Cup-Teilnehmer. Nicht gespielt, aber Erfahrung gesammelt bei einem großen Turnier. Wie läuft es ab? Was nimmt man mit? Viele Emotionen mitbekommen mit den Tunesiern. Oh, sehr gut nachgesetzt. Und einen Freistoß rausgeholt, Marco Wolf. Die Nummer 10, 2017 aus Bonn zu Bayern 04 gekommen und hat im letzten Jahr auch mit dazu beigetragen, dass die U19 eine gute Saison gespielt hat, nicht die Endrunde erreicht hat, aber 10 Tore in 24 Spielen, gute persönliche Bilanz für den Mann mit der Nummer 10. Abdul Fesenmeier war gestartet. Und wieder zweiter Ball Bayern 04. Gefällt mir ganz hervorragend, was das Team von Markus von Aalen und Patrick Weiser da im Moment spielt. In dieser Anfangsphase knapp 24 Minuten. Und Lokomotive Moskau weiß gar nicht, wie ihnen geschieht hier in Leverkusen. Früher Elfmeter durch Fabian Rüth und dann der Kracher von Christopher Scott.
Oh, einige Fans aus Moskau haben auch schon den Weg an diesem Nachmittag ins Ulrich-Haberland-Stadion gefunden. Voller Vorfreude schon auf die Champions-League-Partie ihres Teams heute Abend um 21 Uhr. Im Übrigen live im Werkself-Radio. Ab 20.45 Uhr gehen wir auf Sendung. Halbzeitgast wird Rüdiger Vollborn sein, der Ehrenspielführer. Hat eine ganze Menge sicher zu erzählen zu seiner Ehrung als Ehrenspielführer. Ein paar schöne Geschichten aus der Profikarriere und sicherlich auch seine Analyse des Spiels. Hört mal rein heute ab 20.45 Uhr das Werkself-Radio auf bayern04.de. Und wenn das so auch zu kommentieren ist heute Abend, wie das hier sich anlässt in der Youth League, dann gerne auch nochmal heute Abend. Da wäre eine frühe Führung auch richtig gut für das Team von Peter Bosch. So richtig viel fällt Lok Moskau nicht ein in dieser Phase des Spiels. Liegt auch darin, weil Bayern 04 die Räume gut besetzt. Ganz konsequent wird verschoben im 4-4-2. Und ein bisschen wenig Bewegung bei den Russen ist auch dabei, die so ein bisschen umgestellt haben. Mit ist im Moment so eine Art 4-3-3 wieder, wie man sie auch in der Ausgangsposition vermutet hat. Eher noch auffällig, Timofei Barabuschkin auf der rechten Seite. Aber weil das Passspiel nicht präzise ist, kommen die Russen eigentlich nicht so richtig ins Spiel. Und weil Bayern 04 das defensiv bisher sehr sauber löst. Foulspiel von der Nummer 45, Alexander Siljanov, der 19 bei Bayern 04, Hans Anapak. ...51 Spiele gemacht für die U17, aber auch nicht richtig viel gespielt bisher in der bisherigen Saison, heute aber in der Startelf. Fabian Rüth wieder aufmerksam. Auch der Linksverteidiger macht einen guten Job. Stanilevic. Einfach präsenter, einfach wacher, einfach entschlossener. Das Team von Ahlen und Patrick Weiser. Das schon am Sonntag wieder so ein Topspiel hat. Borussia Dortmund auswärts ist die nächste Aufgabe. In der derzeitigen Form würde ich sagen, da ist alles möglich. Zumal man auch in der Tabelle vor den Dortmundern platziert ist. Also jetzt aber der Blick auf Lok Moskau. Abschluss von der Nummer 93, Timur Sulaimanov, der Mittelstürmer der Mannschaft. Marc Lamptey ist zur Stelle. Eckball getreten von Maxim Petrov. Vorher noch im Zwiegespräch. Anapak und Osnov.
Suleimanov gegen Gedeke. Aber keine Gefahr, weil es schlichtweg zu harmlos ist, was die Russen da bisher anbieten. Knappe halbe Stunde gespielt im Ulrich-Haberland-Stadion. Bayern 04 führt gegen Lokomotive Moskau am ersten Spieltag der U19 Youth League mit 2:0 Torschützen. Fabian Rüth per Foulelfmeter und Christopher Scott. Und wieder, oder besser diesmal, viel Platz für Maxim Petrov. Das erste Mal eigentlich, dass man etwas zurückgewichen ist auf Bayern 04 Seite. Aber ohne Auswirkung. Ah, gut gemacht von Abdul Fesenmeier, sich gut gelöst vom Gegenspieler. Stanilevic und Asil sehr gut wieder nachgesetzt wird. Also da hat Lokomotive Moskau ein dickes Brett zu bohren in den kommenden Minuten. Das läuft wie geschmiert bei Bayern 04 im Moment. Achtung, Lamptey ist kurz unaufmerksam. Glück gehabt, dass Nikita Josifov sein Glück kaum fassen konnte in der Szene. Das war das erste Mal, dass man so ein bisschen den Atem anhalten musste. Hatte Mark Lamptey schlicht und ergreifend den Angreifer von Lok Moskau nicht auf dem Schirm gehabt. Und sofort ziehen sich die Russen wieder zurück ins 4-5-1. Jetzt schieben sie mal ein bisschen mehr raus. Aber das kann Bayern 04 bisher sehr gut lösen. Lamptey auf Kevin Bukusu. Der Linksfuß, auch schon U17 Welt- und Europameisterschaften gespielt. 2017 und 2018 international, also schon Erfahrung gesammelt. Aber wie gesagt, für die Bayern 04 Mannschaft ist das jetzt in dieser Zusammenstellung Neuland. Allein des Alters wegen, logisch, letztes Spiel in der Youth League am 7.12.2016. Da waren die meisten der Herren hier, die hier in Rot auflaufen, noch nicht in der Lage oder nahezu alle eben U19 zu spielen. Letzte Niederlage eben dann auch 1:2 damals gegen den AS Monaco. Schöne Seitenverlagerung. Fabian Rüth, der Ball läuft gut durch die Reihen von Bayern 04. Und nur die 93. Tilmur Suleimanov steht da im Mittelkreis und wartet auf den langen Ball. Ansonsten wird Beton angerührt bei Lok Moskau und auf solche Gelegenheiten gewartet. Da ist zum Beispiel Suleimanov in der Mitte jetzt. Stanilevic hat das Nachsehen, aber Bayern 04 schon wieder aufgerückt. Und sie zwingen sie zu Distanzschüssen, die allesamt ungefährlich sind, bis auf einen in der Anfangsphase. Das ist genauso, wie sich das die Bayern 04 Trainer auf dem Reißbrett zurechtgelegt haben. Richtige Lösungen finden, war das Motto auch vor der Partie. Variabel sein,
flexibel und viel Spielkontrolle. Und genau so ist es gekommen. Bis jetzt. Gab auch ein dickes Lob von den Trainern für das Team, das nicht nur viel Potenzial hat. Achtung, jetzt gefährlich. Lotka zurück, Marsch. Und leichtsinnig etwas dann zum ersten Mal die Hintermannschaft von Bayern 04. Gute Vorbereitung wurde ihnen von den Trainern attestiert. Hohe Intensität und Bereitschaft. Also guter Teamgeist. Ja. Viel positiver kann es ja dann eigentlich nicht klingen. Viele Spieler sind torgefährlich. Man ist auch durchaus gefährlich auszurechnen in der Offensive. Man hat einige Führungsspieler, meistens die im Kader, die im letzten Jahr eben schon dabei waren. Marcel Lotka, Fabian Rüth, eben auch Ayman Asil, auch ein Marco Wolf im zweiten Jahr dabei. Und so hat man eine ganz gute Mischung in diesem Jahr wieder. Gerne natürlich mal wieder vielleicht von einer Endrunde in der A-Junioren-Bundesliga mal gekrönt. Im letzten Jahr hat es nicht ganz gereicht. Aber bisher der Saisonstart durchaus vielversprechend. Wieder Ayman Asil habe ich jetzt nicht so wild empfunden. Durchaus mal präsent und robust im Zweikampf zu sein, ist im Fußball nichts Verkehrtes. Jetzt kommen die langen Kerls mit nach vorne, zum Beispiel Mikhail Ivankov, 1,96 groß. Mit 18. Ah, Chapeau. Da ist auch noch allerhand, wie sagt man im wahrsten Sinne des Wortes, Luft nach oben. Also, groß gewachsen die Spieler von Lok Moskau. Jetzt muss Bayern 04 aufmerksam sein. Aber wenn die dann so getreten sind, brennt da nichts an. Die 66 war aufgerückt, Mikhail Ivankov. Man hätte den Kopfball dann auch knapp über der Grasnarbe nehmen müssen. Also 8 Minuten noch bis zum Wechsel, bis zur Pause. 2:0 für die U19 von Bayern 04 Leverkusen. Sehr gute Anfangsphase des Teams von Markus von Aalen und Patrick Weiser. In diesem Auftaktspiel der Youth League lassen den Ball gut laufen, sind die bessere Mannschaft, sind effektiver. Und führen verdient durch den Elfmeter von Fabian Rüth und durch den Knaller von Christopher Scott mit 2:0. Abu Fels, komm vor! Immer wieder lang, hoch und weit bei Lokomotive Moskau. Und weil das nicht präzise ist, was die russischen Youngster hier spielen, keine Mühe bisher für den Bayern 04 Defensivverbund. Ein, zwei Wackler gab es, sind aber glimpflich ausgegangen. Ansonsten macht die gesamte Bayern 04 Mannschaft in der Rückwärtsbewegung richtig guten Eindruck bisher. Allerdings sollte man sich nicht zu früh in Sicherheit wiegen. Jetzt nur lange Bälle zu schlagen und hinten drin zu lauern, das wird es dann auch nicht sein. Ah, sehr gut gemacht auch von Lamti Gesicke. Souverän
sich auch aus engen Situationen zu befreien. Bisher klappt das gut. Na, Ayman Asil hat da etwas abbekommen. Weiter geht's für den heutigen Kapitän der Bayern 04 U19-Mannschaft. Wie gesagt, gestern großer Moment für den Deutsch-Marokkaner beim Champions-League-Training bei den Profis mit dabei gewesen zu sein. Der Bayarena ist auf jeden Fall ein Highlight in der bisherigen jungen Karriere. Jetzt kommen sie nochmal, die Spieler von Lok Moskau. Aber Marco Wolf hilft auch hinten mit aus, mit Leon Gedeke zusammen. Dann bisher noch wenig Gefahr über links. Siljanov, der Rechtsverteidiger. Aber das ist harmlos, was Lokomotive Moskau hier anbietet. So, was gibt's jetzt? Gibt eine Behandlung an der Seitenlinie. Ayman Asil mit einem Ellbogen oder mit der von der Hand getroffen worden, im Gesicht im Übrigen, also wird jetzt an der Seitenlinie behandelt. Im Moment Bayern 04 in Unterzahl. Oh, Fesenmeier macht das gut vorne, auch jetzt wieder, setzt den Körper ein und schafft Räume. Wolf, rechts geht Gedeke. Das haben sie nicht so konsequent zu Ende gespielt. Jetzt der Konter. Jetzt muss man noch mal ein paar Minuten vor der Pause konzentriert bleiben. Aber da spielen es die Russen auch irgendwie viel zu kompliziert gerade. Suemanov und kein Problem für Gedeke. Was ist mit Ayman Asil? Immer noch draußen. Hier können wir es in der Einstellung sehen. Hinten vor der russischen Trainerbank. Sollte das dauerhaft eine blutende Wunde hervorrufen, da haben wir ihn. Der Mann mit der Nummer 8. Muss dann nachgeholfen werden, um die Wunde zu stillen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er weiterspielen kann. Jetzt natürlich alle Mann hinten im Defensivverbund, in Unterzahl. Ah, ein bisschen sehr tief, wie jetzt Bayern 04 da sich platziert hat. Nochmal Eckstoß für Lokomotive Moskau. Herausgeholt durch Maxim Mukin. Einer der Spieler vom FC Kasanka Moskau. Und die Behandlung von Ayman Asil dauert an. Also auch jetzt bei der Ecke ein Mann weniger. Fabian Rüth klärt. Das ist die erste richtige Druckphase der Russen jetzt, kurz vor der Halbzeit. Jetzt heißt es also ohne Gegentor bleiben, in Unterzahl. Ah, das war natürlich ein rüdes Ding. Und es hat da, glaube ich, Stanilevic getroffen. Aber hat sich Alexander Siljanov, wenn ich das richtig gesehen habe, dann German Osnov war es, auch selber äußerst wehgetan. Also jetzt kommt noch mal ein bisschen Härte rein am Ende.
unglücklicher Zusammenprall, aber halt auch richtig durchgezogen. Stanilewitsch steht aber wieder. Und Ayman Asil ist zurück, die Nummer 8 von Bayern 04. Das ist die gute Nachricht aus Leverkusener Sicht. Hier haben wir ihn. Der Organisator bisher dieses 2:0 mitverantwortlich, heute Kapitän. Und Osnov sowie Stanilewitsch stehen. Osnov ist an die Seitenlinie gegangen, hält sich noch das Knie, sollte aber auch weiterspielen können. Gab es da gerade noch eine gelbe Karte? Osnov hat da gelb gesehen für seinen Einsatz. So, jetzt noch ein bisschen Fußball in den letzten Sekunden der ersten Halbzeit. Nach Gesichtsverletzung und Foulspiel können wir gerne noch ein paar Ballsequenzen jetzt sehen. Bevor es dann in die Pause geht. :0 verdiente Führung für Bayern 04 im U19 Youth League Auftakt. Nächste Aufgaben dann Turin und Madrid. Und wenn man das hier quasi mit einem Sieg beginnen könnte, das Abenteuer, das fünfte Abenteuer von Bayern 04 Leverkusen in der Youth League, wäre das eine klasse Ausgangsposition für die beiden schweren Auswärtsspiele in Turin und in Madrid. Aber noch ist Zeit für die Russen zurückzukommen. Bisschen aktiver geworden jetzt gegen Ende des ersten Durchgangs. Aber oftmals genauso, weil eben bei Bayern 04 da hinten super diszipliniert gearbeitet wird. Kein Foul an Gedeke, Spiel läuft weiter. Weil der eine dem anderen hilft, weil man die Löcher stopft, die es mal gibt. Astreine Defensivarbeit bisher, neben den guten Offensivaktionen. Also da können Markus von Aalen und Patrick Weiser zufrieden sein. Gibt ja auch noch ein paar Asse im Ärmel. Zum Beispiel Cem Türkmen ist noch draußen, Kingsley Sarpay oder eben auch U17-Goalgetter Emrehan Gedikli. Also da kann man auch offensiv durchaus noch ein bisschen probieren, ein bisschen basteln. So, das soll es gewesen sein. Erster Durchgang, aber Note 2 plus mindestens würde ich jetzt mal verteilen. Für Bayern 04, 2:0 zur Halbzeit, 15 Minuten Pause und so kann es gerne weitergehen. Torschützen eben Fabian Rüth per Strafstoß. Das hat die Russen auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Dieses frühe Tor, dieser unkonventionelle Laufweg von Marco Wolf wurde dann vom Torhüter Vitali Botnar gefoult, kam zu spät. Und an dieser frühe Elfmeter, der hat irgendwie den Computer bei Lokomotive Moskau so ein kleines bisschen zum Absturz gebracht. Und ehe sie ihn wieder hochgefahren hatten, stand es dann auch schon 2:0. Christopher Scott hatte Platz und hatte die Technik, um dann ganz entspannt einzuschießen zum zweiten Treffer nach 15 Minuten. Und so führt die Juniorenmannschaft von Bayern 04 hochverdient mit 2:0 gegen Lokomotive Moskau. Wir freuen uns dann schon auf den zweiten Durchgang. Wir freuen uns nachher dann auch auf Helmut Jungheim, der Nachwuchschef von Bayern 04, wird dann bei uns zu Gast sein. Kommt, ja, ich würde mal sagen, so 10 Minuten nach der Pause hat sich das Ganze heute aus einer anderen Perspektive angeschaut. Von oben wird sich jetzt auch nochmal mit den Trainern besprechen und in der Kabine dabei sein und dann können wir natürlich ja auch aus dem Nähkästchen plaudern, wenn er dann nachher kommt. Das dauert aber noch ein paar Minuten und dann haben wir ein paar Termine für euch, ein paar Ergebnisse auch nochmal von gestern und von heute. Ganz aktuell hat Manchester City das Youth League Spiel gegen Schachtar Donetsk oder besser in Donetsk mit 3:1 gewonnen. Diese Partie begann bereits um 12 Uhr heute aufgrund der Zeitverschiebung.
Dann gibt es neben dem 2:0 Halbzeitstand von Bayern 04 gegen Lok Moskau in der Youth League die Zwischenstände Atletico gegen Juventus 0:2. Also da ist Juventus auf einem guten Weg und Piräus gegen Tottenham 1:1. Gestern dann bereits hat Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona respektabel ein 0:1 Rückstand umgebogen. Nach 3 Minuten führte der Barca-Nachwuchs und dann hat Borussia Dortmund das Ding gedreht. Binnen 9 Minuten in der 60. und 69. Also super Auftakt auch für die Dortmunder in der Youth League. 2:1 Sieg gegen die hochgehandelten Katalanen. Und auch die Profimannschaft hat es ja nicht ganz so schlecht gemacht gestern beim 0:0. Wenn da Ter Stegen nicht gewesen wäre, hätte das auch noch anders ausgehen können. Dann weitere Youth League-Ergebnisse von gestern. Neapel gegen Liverpool 1:1. Inter Mailand gegen Slavia Prag 4:0. Chelsea gegen Valencia 3:3. Ajax Amsterdam mit einem guten Start 4:0 gegen Lille. Der Nachwuchs von Salzburg und die Kollegen aus Genk trennten sich 1:1. Lyon schlug Zenit St. Petersburg mit 4:2. Und Benfica Lissabon ist im Gegensatz zur Profimannschaft gegen Leipzig mit einem 2:1 Sieg gestartet. Die Profis haben es umgedreht. 2:1 für das Team von Julian Nagelsmann gestern in der UEFA Champions League mit durch 2 Treffer von Timo Werner. Ihr werdet das mitbekommen haben. Dann haben wir noch ein paar Termine natürlich für die U19-Mannschaft von Bayer 04. Wie gesagt, am kommenden Sonntag Borussia Dortmund auswärts. Fortuna Düsseldorf ist dann der nächste Gegner am Samstag, dem 28. September in Leverkusen. Dann kommt natürlich das große Abenteuer Juventus Turin. Am 1. Oktober und am 5. Oktober dann Ulm, DFB Juniorenpokal, Achtelfinale. Also der Tanz auf 3 Hochzeiten. Und die U17 spielt natürlich auch, hat sehr erfolgreich am Wochenende 4:1 bei Fortuna Düsseldorf gewonnen. Unter anderem eben durch 3 Treffer von Emrehan Gedikli, der U17 Goalgetter, schon wieder in extrem guter Frühform, sitzt heute auch zur Belohnung auf der Bank. Könnte vielleicht gleich noch ein paar Spielminuten bekommen. Die U17 dann mit den nächsten Gegnern Wuppertal und Münster. Gut gestartet ebenfalls, Platz 3, 14 Punkte hinter Dortmund und Köln einsortiert. Dann kommen wir zur Profimannschaft. Die Champions League beginnt. 900 und ein paar zerquetschte Tage mussten wir warten auf die Champions League-Hymne. Heute Abend ist es soweit. 21 Uhr Anstoß Bayern 04 gegen Lokomotive Moskau. Natürlich alle höchst gespannt bei der Werkself. Wie wird der Start verlaufen? Sehen wir hier nochmal die Highlights der ersten Halbzeit. Der Elfmeter von Fabian Rüth. Und dann hier das herrliche Tor von Christopher Scott. Das nennt man dann einen echten Strahl. Aber es war noch nicht alles im ersten Durchgang. Marco Wolf. Und weil es nochmal so schön war, zeigen wir es nochmal. Aber es sollte noch nicht alles gewesen sein. 2-3 weitere gute Chancen gab es für Bayern 04. Das waren auf jeden Fall die beiden Tore. 2:0 führt Bayern 04 im U19-Auftaktmatch der Youth League. Und das hochverdient. Lokomotive Moskau muss sich da gewaltig strecken. Strampeln müssen sie auch. Und vor allem ein schnelles Tor erzielen. Sonst wird es in Leverkusen hier eher nichts mehr. Also, die Werkself-Profis sind jetzt in der Vorbereitungsphase, in der heißen Vorbereitungsphase auf den Champions League-Abend gegen Lokomotive Moskau. Gestern Abend oder gestern Nachmittag das Training nochmal in der Bayer Arena. Man hat sich eingestimmt, definitiv wieder dabei. Kerim Demir bei, musste ja am Samstag passen aus familiären Gründen in Dortmund. Er natürlich wichtig als Stratege im Mittelfeld, wird die Fäden also wieder ziehen. Gemeinsam sehr wahrscheinlich, denke ich mal, jetzt auch mit Charles Arangis. Hat auch gestern trainieren können. Kleines Fragezeichen noch vor dem Spiel heute Abend.
Es könnte eventuell die Überlegung bei den Trainern bestehen, vielleicht mit Hinblick auf das Spiel gegen Union Berlin da Vorsicht walten zu lassen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der gute Charles Arangis sich den Champions League-Auftakt im heimischen Stadion nur äußerst ungern entgehen lassen würde. Da sind wir dann nachher auch mal gespannt, wie Peter Bosz das eben handeln wird in Sachen Aufstellung. Und wir sind natürlich live dabei beim Werkself-Radio. Auch hier nochmal der Hinweis, ab 20.45 Uhr live auf Sendung auf bayern04.de mit dem Halbzeitgast Rüdiger Vollborn, mit mir, mit Nico Hartmann und mit Cedric Pick während der 90 Minuten Emotionen. Hoffentlich natürlich Bayern 04 Tore, die wir kommentieren dürfen, und insgesamt natürlich viele Highlights, die wir erwarten können in der Bay Arena. Am allerwichtigsten natürlich 3 Punkte dann heute angesichts der kommenden Aufgaben Turin und Madrid dann eben. Auch wichtig, gut zu starten in den Champions League-Wettbewerb. Und natürlich dann heute auch noch die weiteren Spiele. Gestern ja noch die Resultate. Können wir einmal nochmal durchgehen. Inter Mailand, Slavia Prag 1:1. Lyon gegen Zenit St. Petersburg 1:1. Neapel gegen Liverpool. Schau an, schau an. Jürgen Klopp verliert schon wieder in Neapel. 0:2. Letztes Jahr ja auch mit großer Mühe eigentlich erst ins Achtelfinale gekommen. Das war das Pech, die dann als Gruppenerster gegen Liverpool spielen mussten. Und die weitere Geschichte ist ja dann bekannt. Salzburg gegen Genk, was für ein Debüt der Salzburger in der Champions League. 6:2. Dortmund-Barcelona, haben wir schon kurz drüber gesprochen, 0:0. Benfica-Leipzig 1:2. Toller Start für Julian Nagelsmann und seine Mannschaft in der Champions League. Chelsea-Valencia, bisschen überraschend, wie ich finde, 0:1. Nach den ganzen Problemen, die es dann Valencia rund um die Entlassung von Marcelino gab. Der Bayern 04-Gegner in der Vorbereitung machten sie ja auch einen richtig guten Eindruck. Amtierender spanischer Pokalsieger. Und was gibt es da gerade für Theater, wenn dann Spieler schon ihrem neuen Trainer nicht auf die Pressekonferenz folgen wollen, weil sie mit der Entlassung des Trainers nicht einverstanden sind. Also da geht es hoch her momentan in Valencia. Chelsea gegen Valencia eben. Also doch dann 0:1. Chelsea kurz vor Schluss noch 11 Meter verschossen. Und dann eben Ajax Amsterdam, der Überraschungshalbfinalist und fast Finalist im letzten Jahr mit dem 3:0 gegen Lille. Auch mit einem richtig guten Start. Heute dann Champions League neben der Partie Bayern 04 gegen Moskau. Eben mit den Partien Club Brügge, Galatasaray Istanbul und Piräus gegen Tottenham. Beide Spiele schon zur frühen Abendstunde. Dann Paris Saint-Germain gegen Real Madrid. Sicherlich ein Highlight, allerdings noch ohne Neymar, der gesperrt ist. Bayern München gegen Roter Stern Belgrad, Schachtjor gegen Man City, Zagreb gegen Bergamo und eben, natürlich auch mit Spannung erwartet, sicherlich Atletico Madrid gegen Juventus. Beide ja schon im Achtelfinale des letzten Jahres aufeinander getroffen. Und wer da Cristiano Ronaldo abgeschrieben hatte, tja, der hat die Rechnung ohne Cristiano Ronaldo gemacht. 3 Tore im Rückspiel. Und dann war Atletico draußen. Am Ende aber Juventus ja bekanntermaßen an Ajax Amsterdam gescheitert. Also das ist eine sehr spannende Begegnung. Wer holt sich die beste oder die Pole Position für den Gruppensieg in diesem Duell? So, und im Ulrich-Haberland-Stadion machen wir uns so ganz langsam wieder bereit für den zweiten Durchgang. Rasenausbesserung steht im Moment auf der Agenda. Hat viele Zweikämpfe gegeben, die fand ich besonders von den U19-Youngster von Bayern 04 geführt wurden. Und dann sind wir gespannt, wie Bayern 04 dieses 2:0
nicht verwaltet, falscher Begriff, weil das wäre ein Fehler. Dann könnte Moskau mit schnellem, technisch gutem Spiel, das sie nicht zeigen konnten im ersten Durchgang, sicherlich unangenehm werden. Aber ich glaube, man muss da, aus meiner Sicht, würde ich das sagen, aufs dritte Tor spielen. Es kann manchmal so einfach sein, Fußball. Und da sind wir sehr gespannt, wie das Team von Markus von Aalen und Patrick Weiser da eben jetzt agieren wird. Am besten Druck machen, genau weitermachen wie in der ersten Halbzeit. Hat natürlich viel Kraft gekostet, das Spiel. Immer wieder die Lücken auch zu schließen im Ballbesitz. Und natürlich dann eben nicht nur im Ballbesitz, sondern eben auch im Ballbesitz der Russen. Also da sind wir sehr gespannt, wie das Team von Markus von Aalen und Patrick Weiser dann im zweiten Durchgang agieren wird. Wie gesagt, es gibt noch Optionen auf der Bank im Defensivbereich. Semmo Fünger sei da genannt. Der Innenverteidigerposition Cem Türkmen, der auch schon in der Vorbereitung bei Bayern 04 ja durchaus für Akzente sorgte. Und Kingsley Sapai sei da auch genannt. Emrehan Gedikli eben, der U17-Torjäger. Also da ist noch eine ganze Menge möglich bei Bayern 04. Offizielle Zuschauerzahl, wo wir gerade mal den Blick ins Publikum werfen können. 430. Ich zähle mal gerade, wie viele Moskauer Fans da sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, ich würde sagen, so 10 Moskauer haben es geschafft, hier auch schon zur früheren Stunde ihr Nachwuchsteam zu unterstützen. Bisher hat das wenig geholfen. Beim 0:2 Zwischenstand hier in Leverkusen. Das ging dann für die Mannschaft aus Moskau im letzten Jahr wesentlich besser los. Wie gesagt, unter anderem hat man da den späteren Finalisten Porto in der Gruppenphase bezwingen können und den FC Schalke 04 mal kurz mit 4:1 auseinandergenommen. Wohlgemerkt in Deutschland. Also das Team ist gut, ist auch erfahrener als die Mannschaft von Bayern 04. Hatte dann im 16. Finale im Übrigen gegen Dinamo Zagreb das Nachsehen. Das war ganz unglücklich. Nach 120 Minuten 1:1 und in der 90 plus dritten Minute war es dann soweit eigentlich, dass Moskau den Ausgleich erzielte durch Faisulin und dann das Elfmeterschießen zu verlieren. Das war bitter. Späterer Sieger dann eben der FC Porto in der UEFA Youth League gegen Chelsea. Letzter deutscher Vertreter im Übrigen die TSG Hoffenheim im Halbfinale, die dann gegen Porto ausschieden. Kein Bayern, kein Schalke und kein Dortmund weit und breit. So, hier haben wir die Bayern 4 Spieler. Können wir gerne nochmal sehen, so etwas wie im ersten Durchgang. Sehr disziplinierte Vorstellung. Jetzt gilt es, den Faden wieder aufzunehmen. Hier haben wir den Blick auf Christopher Scott, die Nummer 23 bei Bayern 04. Mit dem furiosen Treffer zum 2:0. Hat er den Weg bereitet für die Bayern 04 Junioren? Ich kann mir vorstellen, wo wir gerade hier Lokomotive Moskau sehen, Maxim Mischatkin, der U19-Coach von Lokomotive Moskau, hat die Stimmen wenig gehoben. Ich glaube nicht, dass das so im Matchplan drin stand, passiv zu sein, unkonzentriert und Bayern 04 mit Fehlern den Weg zu bereiten. Schauen auch gleich mal, ob die Spieler von Lok Moskau gewechselt haben, beziehungsweise ob es einen Wechsel gab. Wenn ich das sehe, bei Bayern 04 keine Veränderungen. Ach, kann man sich auch öfter angucken, das Tor von Christopher Scott. Gerne immer wieder mal zwischendurch, wenn mal Leerlauf sein sollte. Also, klasse Tor. Aber jetzt nochmal 45 Minuten Konzentration, um den ersten Sieg in der Youth League 2019-2020 zu landen. Das wird sicherlich so sein, dass Moskau das jetzt ganz schnell mit dem Anschlusstor regeln möchte.
Zweite Halbzeit läuft. Bayern 04 gegen Lokomotive Moskau. Die Russen von rechts nach links. In weiß-grün. Das ist der Kapitän, Ilya Petukov. Rechts rausgespielt auf Baraboschkin. Ah, und direkt mal Druck. Und die erste Ecke der zweiten Halbzeit. Und es gibt schon einen Wechsel. Jetzt gerade nicht zu sehen. Während wir hier auf den Strafraum von Bayern 04 schauen, hat es, ich meine, Osnow komplett erwischt. Der ja eben in diesen Zweikampf verwickelt war mit Adrian Stanilevic, hat eben angezeigt, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Frage ich mich natürlich, warum hat er dann überhaupt weitergespielt? Nach wenigen Sekunden muss er raus und es gibt dann tatsächlich den Blitzwechsel im zweiten Durchgang. Nikita Scharkow kommt rein für Osnow. Torschütze im Übrigen beim letzten Ligaspiel der U19 von Lokomotive Moskau zum Ausgleich. Aber jetzt geht nichts mehr für ihn. Hat es nochmal probiert. Und jetzt probiert es Lokomotive mit der Ecke. Wichtig wird jetzt sein, sich nicht zu tief hinten rein fallen zu lassen. Zu passiv darf man nicht jetzt agieren im zweiten Durchgang. Mit einem Anschlusstor ist die Nummer hier wieder heiß. Josifov war das. Ivankov und Vitali Botnar. Bayern 04 unverändert im 4-4-2-System. Mit den Spitzen eben Christopher Scott und Abdul Fesenmeier. Ah, Stellungsfehler von Lamptey, aber Gott sei Dank abseits von Suleimanov, dem Mittelstürmer. Hatte sich Marc Lamptey ein wenig verschätzt. Oder positiv, gut gemacht, abseits gestellt. Marcel Lotka, der Stammtorhüter der Bayern 04 U19. Lamptey auf Fesenmeier, lang weit hoch. Die ersten Momente in der zweiten Halbzeit gehören dem Nachwuchs von Lokomotive Moskau. Oh, Fabian Rüth macht das ganz souverän, da brennt nichts an. Szenenapplaus von den Bayern 04-Fans. Gute Partie von ihm. Elfmeter verwandelt und hinten brennt mal so gar nichts an bisher. Foulspiel, zu spät gekommen von Leon. Das war noch nicht freigegeben. Ja, fordert da eine gelbe Karte der Kollege Josifov. Also, das ist auch nicht die feine englische Art, aber weiter geht's. Foulspiel und fertig. Mehr war es dann auch nicht. Aber auch Moskau unverändert, hat noch Wechseloptionen im Kader. Auf jeden Fall
erhöhen sie die Ballbesitzstatistik gerade so mal um fast 100% oder um 200%. Wie gesagt, für Bayern 04 jetzt wichtig, nicht den Russen hier komplett das Feld zu überlassen, sondern aktiv bleiben, das ist das Stichwort. Aber so richtig viel fällt dann auch Lokomotive nicht so wirklich ein. Spitzname übrigens von Lokomotive Moskau. Kann man ja jetzt mal drüber sprechen. Parovoz, Dampflok. Ist aber noch zu langsam unterwegs, die Dampflok. Im Moment alle Trümpfe bei seiner Mannschaft. Marcel Lotka hält den Kasten sauber. Etwas aktiver Lok Moskau. Aber müssen sie auch im zweiten Durchgang? Irgendwann muss man ja mal anfangen. Das 0-2, das täte ihnen richtig weh angesichts der weiteren Gruppengegner. Und zu gerne möchte man doch wieder in die K.O.-Phase der Youth League. Aber das wäre auch ein Ziel für Bayern 04. Muss man mal die weiteren Spiele abwarten. Turin und Madrid. Ich denke mal, da kann man etwas sagen. Ist das realistisch? Wenn man da ganz gut rauskommt, kann ich mir vorstellen. Oh, Zweikampf hier von Siljanov. Weiter geht's. Sehr robust geführt. Lamptey bleibt weg. Also, das war dann Ballgewinn und schnell umgeschaltet. Aber bleibt dabei, dass Lok Moskau nicht zurechtkommt weiter offensiv. Eine gelbe Karte gibt es für den Kapitän Ilya Petukov. Habe jetzt nicht gesehen, könnte sich beschwert haben bei Schiedsrichter Ivar Ori Christiansson. Also gelb für den Kapitän von Lok Moskau. Und erster Konter von Bayern 04, sagte ich. Angesetzt. Stanilevic. Ah, gut gearbeitet von Hans Anapak. Sehr gut gemacht. Ein bisschen jetzt auch die Seiten getauscht. Kommt jetzt öfter mal noch über die rechte Seite. Mit Marco Wolf, der jetzt im 4-4-2 links spielt. Zentral weiterhin Asil und Stanilevic. Rechts Anapak und vorne weiterhin Abdul Fesenmeier und Christopher Scott. Petrov. Wo ist die Lücke? Bayern 04 versucht und stopft diese Lücken. Wieder Petrov. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man hier den Russen eben nicht zu viel Platz und Möglichkeiten bietet. Klar war das viel Laufarbeit im ersten Durchgang. Extrem gutes defensives Arbeiten von Bayern 04. Aber da muss man jetzt schon noch mal ein bisschen näher dran sein. So wie jetzt, Asil, gut gemacht. Aber nicht wieder den Ball direkt weggeben. Also Lokomotive Moskau kommt besser in die Partie. Mit 45 Minuten oder wie viel haben wir jetzt? 54 Minuten Verspätung. Gab ja noch eine Druckphase kurz vor dem Seitenwechsel, war aber dann auch mehr der Unterzahl wegen der Behandlung von Ayman Asil geschuldet. Immer wieder raus schieben, heißt es dann von der Trainerbank. Aber
solange das so läuft. Der Pass ins Nirgendwo für Maxim Mukin. Bleibt es beim 2:0 für die Werkself Youngster. Eben durch die Treffer von Fabian Rüth per Elfmeter und Christopher Scott. Herrliches Tor vom Youngster mit der 23. Und auf den wird jetzt serviert von Marcel Lotka. Punktgenau. Aber das im Moment so ein bisschen kommen die technischen Schwierigkeiten das ein oder andere Mal dazu, weil Moskau mehr Druck macht. Es ist viel Laufarbeit gefordert. Asil wieder mit gutem Stellungsspiel. Stanilevic. Rüth sieht Anapak. Das haben sie gut gespielt. Stanilevic und gut rausgespielt. Das war sehr gut gespielt. Jetzt Christopher Scott setzt gut den Körper ein. Links geht Wolf. Aber der verliert die Kontrolle über den, bei der Ballannahme über den Körper. Siljanov auf Josifov, der Linksaußen im Duell mit Gedeke und Anapak kommt zu Hilfe. Siljanov wieder der Linksaußen von Lok Moskau. Achtung, Lamti ist da. Und Gedeke macht das auch blitzsauber auf seiner rechten Defensivseite, gewinnt viele Zweikämpfe. Es kommt mehr Abwehrarbeit nun auf die U19 von Bayern 04 zu. Ah, kein Abseits, Spiel läuft weiter. Und so langsam werden die Räume größer für Lok Moskau. Dann probiert man es nochmal mit Artistik. Und die 93, Timur Suleimanov, wird jetzt auch behandelt. Hat sich wahrscheinlich beim Aufprall wehgetan. Schauen wir noch mal drauf. Da war viel Platz. Das erste Mal eigentlich Fabian Rüth. Nicht so nah dran. Sah schick aus, aber wird den ein oder anderen Schmerz erzeugt haben jetzt gerade bei Suleimanov. Also bisher steht die Bayern 04 Defensive im zweiten Durchgang. Aber wie gesagt, so wird es noch eine lange halbe Stunde. Moskau tut mehr fürs Spiel, hat die erste Halbzeit, ich würde mal sagen, fast komplett verschlafen. Und jetzt ist Bayern 04 auch gefordert, eigene Akzente zu setzen. Kevin Bokuso. Und Christopher Scott lässt sich ein bisschen tiefer fallen. Fesenmeier startet. Links Anapak. Hat wieder die Seite getauscht mit Marco Wolf. Asil Stanilevic. Und jetzt mal ein bisschen mit Ruhe. Und schauen, wo ist die Lücke? Jetzt hat sich Moskau zum ersten Mal in der zweiten Halbzeit tief zurückgezogen.
Wieder Fabian Röth, viele Ballkontakte. Bayern 04 geht aber nicht ins Risiko, geht hier nicht all in mit dem Spiel nach vorne. Versucht den Ball zu halten, um die Gelegenheit dann zu erwischen. Denn eins ist klar, jetzt eine halbe Stunde vor Spielende, ein drittes Tor würde das Ganze dann finalisieren. Das wäre die Entscheidung. Da würde ich der Moskauer Mannschaft in der aktuellen Form nicht zutrauen, hier mal gerade drei Tore hinzulegen. Also vielleicht auch gleich nochmal mit einem Wechsel. Auf der Bayern 04 Seite kann man nochmal Impulse setzen. Denn das kostet Kraft, was das Team von Ahlen und Weiser hier arbeiten muss. Machen sie vorbildlich. 10 Minuten gerade im zweiten Durchgang war es ein bisschen wackelig. Da wurde der Raum immer größer. Jetzt haben sie sich ein bisschen wieder eingegroovt. Sehr gut wieder Gedeke. Gefühlt jeden Zweikampf gewonnen. Der Mann mit der 25 bei Bayern 04. Na, Christopher Scott auch so nicht zu halten mit dem Trikot halten. Kriegt der Rüth den noch, ja. Rüth und da startet Anapak, aber Scott ist da. Anapak startet. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Stanilevic. Rechts ist Gedeke. Schon wieder muss ein russischer Spieler behandelt werden. Ja, die sind auch viel gelaufen. Die 82. Ilya Petukov hat schon gelb gesehen und könnte da muskuläre Probleme verspüren. Wird dann behandelt in der 63. Minute. Und so kann Bayern 04 auch noch mal ja, Kraft schöpfen nochmal für die Schlussphase. Es gilt, die Russen möglichst weg vom Tor zu halten, während wir hier sehen, dass auf der Bank von Lokomotive Moskau Betrieb herrscht. Da macht sich die Nummer 61 bereit. Vadim Karev wird wahrscheinlich den Kapitän ersetzen. Ilya Petukov. Also das sieht nicht so gesund aus. Das sieht nach Spielende aus. Vermuten wir hier, dass es eine Art Pferdekuss ist nach dem Zusammenprall. Und ob das noch reicht für einen Einsatz, wage ich sehr zu bezweifeln. Spiel läuft weiter. Suleimanov, gute Ballannahme diesmal. Josifov und jetzt Achtung. Asil eilt zu Hilfe. Guter Ball. Von Josifov. Aber das hatte Marcel Lotka frühzeitig erkannt. Und jetzt haben wir den Wechsel. Oh, es geht nicht. Der Kapitän. Es gibt einen Doppelwechsel bei den Russen. Ja, der Kapitän geht auch, aber es kommen die 61, Vadim Karev und Daniil Tscherniakov beim Team von Trainer Maxim Ishatkin. Also frische Kräfte bei den Spielern von Lokomotive Moskau, die bisher für ihre Verhältnisse doch sehr enttäuscht sein dürften. Aber jetzt wollen sie es noch mal wissen in der Schlussphase. Gibt noch mal Ecke. Bayern 04 macht im Moment noch keine Anstalten zu tauschen. Schaut mal auf die Bank. Patrick Weiser, Markus von Ahlen beraten sich, aber noch eilt da keiner zur Trainerbank. Machen sich im Übrigen warm. Bayern 04 Tor. Jetzt Ecke, Lokomotive Moskau. Achtung! Sehr unübersichtlich. Am Ende war es
Ziljanov, der Rechtsverteidiger, wenn ich das richtig gesehen habe. Riesenchance für Lok Moskau. Alles im Griff hat Marcel Lotka, aber da war es mal kurz turbulent. Oh, vorsichtig. Moskau engagierter, definitiv im zweiten Durchgang mit ein, zwei Versuchen. Jetzt gibt es Gelb für den Mittelstürmer, für Sulejmanov, der da gegen Lotka eben agierte beim Abschlag. Weiter geht's über Bukuso. 25 Minuten noch knapp im Haberland-Stadion. Und die Werksel führt weiter mit 2:0 durch die Treffer von Rüth und Christopher Scott. Im zweiten Durchgang noch nicht so zum Zug gekommen. Das liegt daran, weil auch Lokomotive Moskau jetzt natürlich eigentlich fast schon zu spät offensiver spielt, mehr Druck macht, passsicherer agiert und natürlich das auch Kraft gekostet hat, das Ganze. Mehr Ballbesitz jetzt für das Team aus der russischen Hauptstadt und weiterhin hervorragend, wie Leon Gedeke das im Verbund entweder mit Marco Wolf oder mit Ayman Asil auf der rechten Defensivseite löst. Klasse Partie, Kompliment. Da ist fast kein Durchkommen. Cherniakov, einer der beiden eingewechselten neuen Spieler. Josifov und Lamti hoch, lang und weit. Was den Spielern von Markus von Aalen und Patrick Weise jetzt nicht mehr gelingt, was sie richtig gut gemacht haben im ersten Durchgang, ist nun eben den Ball auch mal in den eigenen Reihen zu halten. Sondern es wird nun schon oft mit der mit dem Brecheisen agiert, lang und weit. Jetzt auch wieder Moskau macht Druck. Ivanov, das ist der 1,96 Innenverteidiger bei den Moskauern. Jetzt wieder Josifov gegen Gedeke, hat sich mal durchgesetzt. Nikita Scharkow. Oh, Stellungsfehler. Hey, Stellungsfehler bei Kevin Bukuso. Gut gegangen. Und jetzt hat auch Bayern 04 das erste Problem. Also, da nochmal kurz durchatmen. Das war eine Großchance für Lok Moskau. Hatte sich Kevin Bukuso verschätzt und Sulejmanov. Ja, Leon Gedeke liegt da am Boden. Wollen wir hoffen, dass es weitergeht. Für ihn klasse Partie, wie gesagt, gemacht bisher. Der Mann mit der 25, ja, wie heißt das so schön, Schmerz rauslaufen, ist angesagt. Also Moskau mit einem Warnzeichen für die U19 von Bayern 04. Mit dieser Großchance für den Mittelstürmer Sulejmanov. Aber die Zeit läuft gegen das russische Team. Nach einer ganz hervorragenden ersten Halbzeit von Bayern 04. Und so wie sie jetzt spielen, das hätten sie sich von Anfang an gewünscht. Aber es ist noch Zeit. 20 Minuten noch. Oh, da muss Gedeke hin und Lotka ist da, Gott sei Dank. Also jetzt wird's
schwierig hier für die U19 von Bayer 04. Und Gedeke ist nicht mehr bereit, auch nur einen Zentimeter weiter zu laufen. Da geht nichts mehr. Wird wahrscheinlich nicht weitermachen können. Also Riesenchance. Deswegen kam er auch hier zu spät in der Szene. Aber Lotka hat gut aufgepasst gegen Nikita Josifov. Mit letztem Einsatz zum Heimsieg. Das ist das Motto. Nun, und es wird wahrscheinlich jetzt einen Wechsel geben. So schaut's aus. Wir sehen die Nummer 9. Kingsley Sapai, er wird jetzt kommen. Der ist eigentlich ein Offensivspieler. Hat in der Endphase der Saison 2018-2019, also in der letzten Saison, mal kurz 6 Tore gemacht in den letzten 10 Spielen. Wird er das jetzt besetzen? Die Rechtsverteidigerposition wohl kaum. Da wird dann umgestellt. Schauen wir mal, wie sich das Markus von Aalen und Patrick Weiser denken. Das Spiel hat Körner gekostet. Gedeke raus, Sapai rein. Jetzt ist es amtlich. Kingsley Sapai vom VfB Hilden 2018 zu Bayer 04 gekommen. Und er soll jetzt mithelfen, den Sieg über die Bühne zu bringen für Bayer 04. Moskau mit mehr Druck jetzt im zweiten Durchgang. Und ich sehe Hans Annapack, der so ein bisschen nach hinten rückt. Müssen wir nochmal schauen, wie sich das genau formiert. Ist das da eine Dreierkette? Aber Annapack hilft hinten aus. Jetzt als Rechtsverteidiger, Achtung, Asil, Konzentrationsfehler. Also, jetzt gibt es nochmal eine stramme Schlussphase, in der Bayer 04 sowohl Konzentration als auch Kondition behalten muss. Ja, tatsächlich. Also Hans Annapack, auch eigentlich eher ein Offensivmann, der muss jetzt als gelernter Linksaußen rechts hinten verteidigen. Weil auch Ekene eben nicht kann. Rückenprobleme, auch ein etatmäßiger Rechtsverteidiger. Jetzt Achtung, Annapack gegen die 68, gegen Josifov. Nicht seine Stammposition, Annapack. Jetzt heißt es im Kollektiv, das Ganze zu lösen. Gut gelöst hier. Fabian Rüth, aber Russen pressen jetzt früh. Reicht die Kraft. Stanilevic. Karev mit der Flanke. Marc Lamthi ist da. Und Bukuso. Und jetzt wird's zur Abwehrschlacht hier. Die Kräfte lassen nach bei der U19-Mannschaft. Wolf hilft Annapack, dem Rechtsverteidiger, für die verbleibenden Minuten. Das war ein Foul an Marco Wolf und das gibt Entlastung. Und es gibt schon wieder Gelb für die 73, Maxim Petrov. Taktisches Foul. Und jetzt können wir mal ein bisschen durchschnaufen. Also Lok Moskau hat die Schlagzahl erhöht. Definitiv. Hatte 2, 3 richtig gute Gelegenheiten. Aber noch bleibt der Bayer 04-Kasten sauber. Blick geht jetzt öfter zur Uhr. Auch beim Reporter. Noch 16 Minuten. Asil und Kingsley Sapai. Erster Ballkontakt.
Lamptey ist stark im Kopfballspiel. Und zusammenprallt Stanilevic mit dem russischen Gegenspieler. Ich meine, Petrov war's. Und sofort sind die Betreuer da. Oh, bange Blicke jetzt auf der Bayern 04 Bank. Schauen wir noch mal drauf. Eie. Voll zusammengerauscht, aber Stanilevic steht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Muss er jetzt auch länger behandelt werden wie Ayman Asil im ersten Durchgang. Und da sehen wir die Trainer von Bayern 04, Patrick Weiser, Markus von Ahlen im Gespräch. Was kann man noch tun? Vielleicht welchen Wechsel? Welcher Wechsel macht jetzt Sinn auch während, apropos Wechsel, Lokomotive Moskau den dritten Wechsel vollzieht. Es geht raus. Suleimanov, der Mittelstürmer. Glücklos heute. Hatte noch ein, zwei gute Szenen im zweiten Durchgang, aber ansonsten wirkungslos. Der gefährlichste Offensivmann und für ihn jetzt die 81 Nikita Klynov in der Partie. Logischerweise positionsgebundener Wechsel. Also die Spieler von Lokomotive Moskau jetzt dreimal verstärkt, drei Wechsel, Bayern 04 eben mit vier Wechsel, hab mich verzählt, kann schon mal vorkommen. Also vier Wechsel, das war's dann aber auch für das Team von Mischatkin. Ob jetzt Stanilevic weitermachen kann, haben wir eben mal kurz drauf geschaut, sehen wir gleich. Leon Gedeke ist raus bei Bayern 04 als Rechtsverteidiger. Da ging gar nichts mehr, was die Muskeln anging. Und für ihn jetzt eben Kingsley Sapa in der Partie. Hans Anapak, die Nummer 19, auf die Rechtsverteidigerposition gerückt. Schlussphase läuft im Ulrich-Haberland-Stadion. Lokomotive Moskau, immer im Wortspiel bleiben, die Dampflok ist schneller geworden. Parovoz, der Spitzname von Lokomotive Moskau. Und ich freue mich sehr, dass wir in der Schlussphase einen echten Experten, was den Jugendfußball in Leverkusen angeht, eigentlich den Experten zu Gast haben. Freue mich sehr, Helmut Jungheim ist gekommen zur spannenden Schlussphase. Dann können wir gemeinsam zittern, oder? Können wir gemeinsam zittern, ich freue mich auch. Oh, Helmut Jungheim kommt und Lokomotive Moskau trifft per Distanzschuss. Wollten wir gerade ansetzen zur Begrüßung und jetzt wird es nochmal eng. 61, das ist Vadim Karev, eingewechselt. Also, es wird nochmal eng nach einer herausragenden ersten Halbzeit, aber es war vorherzusehen. Ja, es hat sich so ein bisschen angedeutet. Man muss halt relativ aktiv spielen und das haben wir ein bisschen versäumt. Für die Jungs ist es halt der erste Kontakt mit der Champions League und ich glaube schon, dass da mehr Respekt ist als in einem Bundesligaspiel und das zeigt sich auch ein Stück weit. Aber definitiv ein Kompliment bisher für die Leistung würden sie aussprechen. Gerade im ersten Durchgang war das sehr stark, oder? Vor allem sehr effektiv. Oh, jetzt macht man sich das hoffentlich nicht kaputt binnen weniger Sekunden. Lotka ist da. Lotka rettet abseits dann im Nachklapp. Jetzt brauchen wir gute Nerven in der Schlussphase hier. Ist noch ziemlich lange, ne? Geht noch 12, 13 Minuten sind noch zu spielen. Also. Also ich glaube, die Kräfte lassen nach. Das, das Einfachste wäre, wenn wir mal wieder den Ball länger hätten und dann auch ein bisschen den Druck rausnehmen könnten. Aber wir verlieren halt die Bälle relativ schnell. Ja, auch hier wieder Stanilevic, Ballverlust. Auch viel gelaufen, Adrian Stanilevic. Aber er muss es irgendwie jetzt vielleicht erzwingen mit einem Konter. Aber nochmal ganz kurz zur ersten Halbzeit, wenn wir jetzt dazu kommen. Was hat die Mannschaft richtig gut gemacht aus Ihrer Sicht im ersten Durchgang? Also ich finde, wir haben ja auch am Anfang, wenn man ehrlich ist, so drei, vier Mal im Strafraum auch schon mal so eine heikle Situation gehabt. Danach war der Laufweg von Marco Wolf, der war überragend, der passt dann auch. Ja. Dadurch durch den Elfmeter, glaube ich, sind wir stabiler geworden. Und letztendlich, wir hatten eine sehr, sehr gute Chancenauswertung. Ich glaube, der Eamon hatte noch eine, ja, die knapp vorbeigeht.
Genau. Dann hat man aus 3-4 Chancen hat man 2 Tore gemacht. Das ist natürlich dann schon sehr kaltschnäuzig und effektiv. Richtig schönes Tor von Christopher Scott. Perfekt. Blitzsauber. Ja. Und das war klar, dass dann Lokomotive Moskau natürlich reagiert und mehr Druck macht. Die Mannschaft ist ja auch erfahren. Wir haben das auch angesprochen in der Reportage. Letztes Jahr haben einige Spieler schon Youth League gespielt, dort die K.O.-Phase überstanden. Das ist ein größeres Kaliber in der Jugend, im Nachwuchsbereich in Europa, würdest du sagen? Ja, das wird uns eigentlich ja immer wieder treffen. Die meisten haben ja doch diese 3 Älteren drin. Bei uns ist es ja jetzt nur der Adi, weil wir gar nicht mehr haben. Ich glaube, in der... Da passiert es nochmal. Oh, das ist das vielleicht, ja, der Elfmeter-Zusammenprall, alles drin gewesen. Aber guter Laufweg wieder von Marco Wolf, ja. Und dann der Zusammenprall mit der Nummer 51. Das ist der Torhüter, Vitali Bortner. Also jetzt häufen sich dann auch die Zusammenstöße, weil es dann natürlich auf die letzte Rille geht, sozusagen. Ne? Ja, wollen wir erstmal hoffen, dass Marco Wolf weiterspielen kann. Das war so ein Laufweg wie das beim Elfmeter. War ja wieder ganz eng. Ich glaube, wenn der Marco jetzt eine halbe Sekunde früher dran ist, dann pfeift er wieder. So war es halt mehr ein Zusammenprall. Also sehr vergleichbare Situation. Aber so könnte es funktionieren, jetzt in der Schlussphase, ja, eben mit so der Entlastung. So nochmal einen Konter jetzt setzen. So könnte es funktionieren. Nichtsdestotrotz sind die Spiele für uns natürlich sehr, sehr wertvoll, weil die Gegner dann doch ein bisschen reifer sind, ein bisschen erwachsener auch spielen. Und das tut uns natürlich gut. Die Anforderungen hast du in der Bundesliga nicht. Ja, ist auch interessant, gegen die jeweiligen taktischen Ausrichtungen wahrscheinlich zu spielen. Ja. Die Russen spielen ganz anders als die Italiener und Spanier. Ja. Wie ist das einzuschätzen, der russische Jugendfußball insgesamt? Was weißt du? Gut, die Nationalmannschaften spielen nicht auf absolutem Top-Niveau, aber manche Jahrgänge sind dann schon auch können mithalten. In Moskau ist immer schwer, da gibt es halt 3 Erstligamannschaften. Und wo sind jetzt gerade die besten Jugendlichen? Für alle 3 wird es nicht reichen und ist ja ähnlich wie in Deutschland. Meistens sammelt es sich dann bei einem Club oder bei 2. Insofern ist es immer schwer zu sagen, wie sind die jetzt in Relation zu den 2 Konkurrenzclubs. Ja, also wir schauen nochmal mit einem Auge auch auf Marco Wolf. Der steht wieder, kann weitermachen. Die Beratungen auf der Trainerbank gehen noch weiter, haben wir gerade auch gesehen. Was können wir noch tun in der Schlussphase? Wen können wir noch bringen? Jetzt erstmal... Vielleicht die Möglichkeit für Bayern 04. Es wäre Entlastung gewesen, aber Josifov auf der linken Seite macht einen Meter nach dem anderen. Jetzt Achtung und sehr gut gerettet von Kingsley Sapai. So kann es gehen, wenn jetzt alle mitarbeiten, auch die Offensivspieler, die mit nach hinten kommen. Das hat er sehr gut gemacht. Das war auch, glaube ich, ganz wichtig. Und Hans Annapack als jetzt Rechtsverteidiger. Ist nicht ganz seine Position, würde ich jetzt mal doch, so sagen. Kann er spielen, definitiv. Hat er auch schon ein paar Mal gespielt. Ich habe ja von oben geguckt, war mir eigentlich auch klar, dass man wahrscheinlich so wechselt. Weil so ja, wechseln muss vielleicht auch, ne? Ja, so direkte Alternativen jetzt für einen rechten Verteidiger auf der Bank hätten wir auch nicht. Chris Schwieren ist natürlich ein sehr guter Spieler aus der U17, aber kommt vom Zentrum. Hat er natürlich auch nicht die Erfahrungswerte da draußen. Und Ekene, sagte ich auch schon, verletzt. Nee, geht ja nicht, auch ja. Ist verletzt. So, und apropos verletzt, wir wollen dann nicht hoffen, aber müssen wir jetzt auch nochmal wieder drüber sprechen. Kevin Bukusu ist auch im Moment, hier sehen wir ihn, wird behandelt. Also, das Spiel kostet Körner, logischerweise. Viele Zweikämpfe, viele Laufwege. Mal schauen, Bukusu muss sich jetzt auch erstmal noch. Da glaube ich nicht, dass der zurückkommt. Orientieren. Das ist jetzt spannend. Das ist Seymour Fünger, sehe ich das richtig? Seymour? Nee, ist Phil Kemper. Phil Kemper kommt für Kevin Bukusu. Da ist auch Rion ne va plus bei Kevin Bukusu. Ich denke, viel gelaufen. Ja, ich denke, der Phil wird die Position von Fabian Rütt übernehmen. Der Fabian wird ins Zentrum rücken. Also viele Umstellungen jetzt. Viele Umstellungen. Aber wir haben noch, schauen auf die Uhr, 6 Minuten reguläre Spielzeit. Wird sicherlich noch ein paar Minuten Nachschlag geben. Habe ich nicht ganz verstanden jetzt, dass Kingsley Sapai da zurückgepfiffen wurde. Also 6 Minuten, worauf kommt es in so einer Schlussphase an, Helmut, jetzt? Darfst wirklich keine Fehler machen. Ne? Du musst stabil spielen. Ein bisschen Unsicherheit kommt immer durch so ein Gegentor. Und jetzt ist halt einfach wichtig, dass man jetzt möglichst jetzt nicht einen Fehler nach dem anderen produziert, weil dann wird es natürlich vom Nervenkostüm her sehr schwer. Ja, Räume schließen, wenn man noch kann, ist das Motto. Genau, Räume schließen,
keine Fehlpässe mit dem Ball. Zentrum stabil halten. Die Außen werden ja meistens gedoppelt, das haben wir in dem Spiel gesehen, weil die Russen über die Außen auch sehr schnelle Spieler haben. Ja. Das haben sie eigentlich gut gemacht. Über weite Strecken sehr guter Auftritt, wie ich fand, von der U19 von Bayern 04. Und jetzt gilt es, sich zu belohnen in der Schlussphase, wenn jetzt Lok Moskau nochmal aufdreht. Zum Beispiel mit der 78 Scherniakov, Seitenverlagerung. Und da muss auch Abdul Fesenmeier alles Läuferische nochmal in die Waagschale legen, der Mittelstürmer. Guter Zweikampf hier, Phil Kemper. Und nochmal Phil Kemper. Aber die Russen bleiben ungemütlich. Anapak mit dem Kopfball. Muss jetzt auch im Strafraum sehr vorsichtig sein, weil läuft immer ein Handspiel oder kleines Foul oder so. Dann pfeift dann auch mein Schiedsrichter ganz gern. Ja. Und jetzt hat man natürlich ein bisschen Zeit. Er hat den ersten gegeben. Hans Anapak muss jetzt nicht zwangsläufig nach 2 Sekunden den Einwurf ausführen. Und so geht's dann. Richtung 90. Minute. Wir drücken die Daumen, dass das gut geht. Anapak zu eng. Und Stanilevic muss halten und bekommt gelb. Das Nachschlagen könnte sich der russische Gegenspieler dann auch verkneifen. Aber das wird auch gerade diskutiert zwischen Stanilevic und Schiedsrichter Christiansson. Da weist Stanilevic drauf hin. Hat mich aber erwischt mit dem Arm. Und jetzt kommt unter anderem unser Freund mit der Nummer 66, Mikhail Ivankov, nach vorne. 1,96 groß. Da gibt es einige Kopfballspezialisten jetzt bei Lok Moskau. Lotka bleibt im Kasten, mutig. Und es war falsch. Und es ist die 66, Mikhail Ivankov. Das darf nicht wahr sein. Ivankov kommt nach vorne und hat aber auch keine Mühe, Helmut, das zu machen dann letztlich. Was da? War nicht nur Lotka, deine Analyse? Ja, war nicht nur Lotka. Für Kemper steht auch und guckt. Und einige muss man. Wir sind wieder bei der Aktivität, ne? Zum Ball gehen, ne? Das ist sehr bedauerlich. Wirklich eine tolle Leistung der U19-Mannschaft von Bayern 04. Du hast es gerade angesprochen. Auf höchstem internationalen Niveau wird ein Nachlassen, in welcher Form auch immer, eben bestraft. Und Ivankov trifft zum glücklichen Ausgleich für Lokomotive Moskau. Zuordnung war auch ein Thema jetzt gerade vielleicht, oder? Ich habe erst das Gefühl, jeder hat sich auf den anderen verlassen. Ne? So. Ja, nimm du ihn, ich kriege ihn auch nicht. Ja, der alte Spruch. Ja, aber das ist schade. Man hat sich dann eben doch von den Russen am Ende der zweiten Halbzeit so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen dann auch. Zu passiv meiner Meinung nach, die zweite Halbzeit. Es ist halt immer schwer, so ein Spiel über 45 Minuten dann so über die Runden zu bringen. Das ist nicht einfach. So, und jetzt will Lok Moskau mehr. Mukin mit dem Freistoß. Und der nächste Kopfball, Zusammenprall. Haben wir zu oft gesehen in diesem Spiel bisher. Marc Lamptey ist am Boden und es gibt die nächste Behandlungspause. Sollte eine vernünftige Nachspielzeit geben. 4-5 Minuten könnte man vertreten, oder? Wahrscheinlich wird es noch länger unter Umständen. Ne? Also wir sind noch ein bisschen hier und hoffen natürlich, dass es zumindest mit dem 2:2 am Ende dann ausgeht. Sehr schade. Tolle erste Halbzeit von Bayern 04 durch die Treffer von Fabian Rüth per Strafstoß und Christopher Scott. 2:0. Das dritte Tor fiel nicht. Moskau dann im zweiten Durchgang aktiver als Bayern 04. Machte richtig Druck und dann jetzt in kurzer Reihenfolge 2 Tore. Am Ende der Ausgleich durch Mikhail Ivankov, den Riesen in der Hintermannschaft von Lokomotive Moskau. Und weiter geht's nur lang und hoch, dann hinten raus. Und Moskau hat jetzt, wie sagt man so schön, das Momentum und Lotka. Aber jetzt vielleicht mal gibt's noch Kraft für einen Konter
Nein. Wer wäre jetzt der Spieler, der vielleicht so auch jetzt als Führungsspieler gefragt wäre in der aktuellen Konstellation? Die konstanteste Leistung, glaube ich, hat Eamon gebracht über 90 Minuten. Der müsste sich eigentlich vom Selbstvertrauen auch noch am meisten zutrauen. Jetzt ja, sehr stark gespielt, aber jetzt auch eben defensiv extrem gebunden auch. Ivanov lang, weit, hoch und Achtung, abseits verdächtig. Ja. Ich glaube, die Fahne wäre gekommen. Vadim Karev. So, und der Abwurf kommt zu Anapak. Und den Ball kann Fesenmeier nie und nimmer erreichen. Ja, was muss man sich, während wir jetzt noch einen Wechsel sehen bei Bayern 04. Jetzt kommt nochmal Emrehan Gedikli, über den haben wir gesprochen. U17-Torjäger für Fesenmeier. Gedikli 7 Tore schon für die U17 erzielt. Hat auch letztes Jahr einen ganz guten Lauf gehabt. Aber nur noch wenige Minuten. Was kann er da noch? Da kann man wahrscheinlich, vielleicht mit der einen Aktion, das ist die Hoffnung, noch was bewegen. Da muss er nur das Entscheidende machen, da wären wir schon zufrieden. Dann ging es ja, genau. Also Moskau. Und jetzt ist man zu passiv und Riesenglück in der Situation. Lotka war noch dran, glaube ich. Lotka war dran. Aber vielleicht jetzt doch noch der Konter. Christopher Scott, Sapai geht's. In der Mitte Gedikli, das wäre eine Geschichte. Das sollte noch mal eine Ecke geben. Es gibt noch mal eine Ecke. Also, Gedikli für Fesenmeier. Und jetzt kommen sie noch mal alle nach vorne. Hinten sichert Anapak noch ab. Alle weit aufgerückt jetzt bei Bayern 04. Wer ist der Kopfballstärkste, Helmut? Marc Lamptey, Phil Kemper. Ah, Ivanov putzt aus und Anapak, Ball halten ist jetzt angesagt. Gedikli bietet sich an, aber Anapak sieht ihn leider nicht. Und so hat jetzt Lok Moskau nochmal in der Nachspielzeit. Ganz unangenehm. Eine Riesenchance. Abseits, abseits. Gott sei Dank abseits. Karev. Danilevic und Lotka. Fabian Rüth. Gedikli. Ah, unglücklich. Ball mit Spin. Danilevic versucht und gibt nochmal Freistoß. Und Ayman Asil sieht das nicht so ganz ein. Und die Bayern 04 Spieler auch nicht. Siehst du es als Freistoß? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Taktisches Foul, oder? Ja, war ein leichtes Ziehen vorher. Dann warten die ja immer ganz gern, die Schiedsrichter. Ne? Und dann fallen sie es dann, wenn der Ball nicht ankommt, zurück. Also ich denke, es ist vertretbar. Also nochmal die Gelegenheit für Lok Moskau. Das ist die 78. Daniel Tscherniakov. Auf den 1,96 Schrank, das ist das probate Mittel, was beim 2-2 funktioniert hat. Jetzt Gott sei Dank nicht. Christopher Scott, Ball halten und noch einen Konter bräuchten wir. Gedikli. Das könnte einer werden. Asil Stanilevic, klasse gespielt. Wolf und Anapak geht's. Kein Abseits, doch Abseits. Schade, bisschen schlechter ausgespielt. Das wäre nochmal eine Gelegenheit gewesen. Ja, hätte eine werden können. Insgesamt aber bisher eine gute Saison der U19. Würdest du mir zustimmen? Guter Start. Ja, Münster mit Abstrichen, müssen wir sagen, ja, 0-0. Also auf Schalke geht man 0-0. Ne? Das kannst du nicht immer gewinnen. Münster, klar, ist, jeder lässt mal irgendwo liegen. Wenn man die letzte Woche sieht, vom Spieltag her, die haben alle liegen gelassen oben. Achtung, jetzt nochmal. Dickes Ding von der 68, Josifov. Also das dann doch am Ende fast schon verdient, wenn man jetzt die Chancen sieht. Das 2-2. Das ist verdient.
Wenn noch dumm. Ja, ärgerlich. Gedikli, kein Abseits. Ist das nochmal der letzte Punch. Gedikli in der Mitte, Scott. Erzil kommt gegen zwei. Aber das lässt dann Schiedsrichter Christiansson nicht mehr zu. Sehr schade. Alle Spieler völlig erschöpft. Am Ende wird sich Bayern 04 doch ärgern. 2:0 geführt gegen Lokomotive Moskau durch die Treffer von Rüth und Scott. Und am Ende hatte Lokomotive Moskau mehr im Tank, Helmut Jungheim. Ja, wenn der Lattenschuss reingeht, dann die ärgert sich genauso wie wir jetzt wahrscheinlich. Die sagen, wir hätten 3:2 gewinnen können. Ich glaube, es ist unterm Strich in Ordnung, obwohl es nicht mehr so vom Ergebnis her ausgehen darf nach einem 2:0 aus meiner Sicht. Ist am Ende dann ärgerlich. Aber ein 2:2 ist auch ein Spiel, aus dem man lernen kann, Erkenntnisse ziehen kann. Es ist nichts geworden mit dem Heimspiel. Dem 2:0 nach dem 2:0 gegen Lokomotive Moskau. Hier ist es am Ende 2:2. Bedanke mich sehr, dass Helmut Jungheim da war. Gerne bald wieder. Wir sehen uns bestimmt bald wieder in der Youth League. Vielen Dank fürs Kommen, Helmut. Nico, viel Erfolg in der Youth League und in der weiteren Saison, bei der weiteren Arbeit. Und wir verweisen natürlich noch auf die Champions League. 21 Uhr Anstoß Bayern 04 gegen Lokomotive Moskau in der Bayer Arena. Wir freuen uns riesig auf die Champions League und natürlich auch weiter auf die Youth League. Bei uns im Programm, das war's, Bayern 04 gegen Lokomotive Moskau in der U19 Youth League. 2:2. Bis bald und tschüss.